Basteln, malen, schmecken, Gott und die Welt entdecken. Lernen, wie das Leben geht, um was im Buch der Bücher steht. Bei Fribo, bei Fribo. Ich heiße Fribonius Maximilian Balthasar von Einzahn. Guten Tag. Fribo! Ey, jetzt bleibt doch mal alle hier und kullert nicht immer irgendwo hin. Gar nicht so leicht, auf so viele Luftballontiere aufzupassen. Bei dem kleinsten Luftzug machen sie sich auf den Weg. Nein, nein! Du nicht auch noch! Hey, nein! Oh. Vorsicht! Wo? Vorsicht! Hier liegt ja alles voller Luftballontiere. Was denn hier passiert, Fribo? Ja, sie bleiben einfach nicht da, wo ich sie hinlege. Sie hüpfen und kullern die ganze Zeit herum. Ja, sehe ich. Ich habe schon Angst, dass einer an einen spitzen Nagel hängen bleibt und dann platzt. Ja, das wäre natürlich doof. Dann lassen Sie doch mal einfangen. Vielleicht können wir die hier an die Leine hängen, hä? Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Ja, dann nehmen wir die wie eine Girlande und hängen die da alle auf. Genau, dann lass uns mal die ganzen Tiere einfangen, hä? Oh ja. Fangen wir dem hier an. So. Hier sind auch noch welche. Ja, gleich komme ich da hin. Pass auf. So. Eins. Hallo, ich bin Marc Armbruster. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin gelernter Forstwirt. Ich habe die Aufgaben, im Wald Bäume zu fällen über den Winter, im Frühjahr die Neuanpflanzung der Bäume und dann über den Sommer wird der Wald gepflegt, zum Beispiel die Dornen abgemäht, dass die jungen Bäume wachsen können. Einen gesunden Wald erkennt man hauptsächlich an der grünen Krone im Sommer. Ein Wald muss gut gepflegt werden und kaputte Bäume gefällt werden. Ein Baum wird gefällt, wenn er krank ist. Diese Esche hier hat zum Beispiel einen Pilz. Deshalb wurde sie gefällt. Ein Baum kann aber auch gefällt werden, wenn er einen anderen, gesunden Baum beim Wachsen stört. Zum Beispiel, weil der gesunde Baum zu wenig Licht bekommt. Dann muss der schlechte Baum gefällt werden. Wenn Marc an einem Baum einen roten Strich sieht, weiß er, das ist das Zeichen vom Förster. Den Baum kann ich fällen. Oder auch, wenn ein Baum Dürrebefall hat oder die Rinde am Stamm abfällt, dann weiß er, der Baum muss weg. Aber stopp! Bevor Marc einen Baum fällt, zieht er sich seine Schutzausrüstung an. Das bedeutet, er braucht Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe und Schnittschutz, eine Schnittschutzhose, ein paar Handschuhe, eine Warnjacke mit rot-gelber Warnfarbe, einen Helm mit Sichtschutz und Gehörschutz und zum Schluss natürlich noch seine Motorsäge. Und dann geht's los. Jetzt überlegt Marc, in welche Richtung der Baum fallen soll. In die Richtung, in die er fallen soll, wird eine Kerbe geschnitten. Aber so fällt der Baum noch nicht. Deshalb kommen noch Schnitte an die Seiten. Einmal links. Und einmal rechts. Jetzt wird nochmal auf der Gefahrenseite eingestochen. Die Gefahrenseite ist die Seite, in die der Baum fällt. Dort wird das ganze Holz richtig durchgesägt. In der Mitte lässt Marc ein Halteband stehen. Wenn alles fertig ist, gibt es einen letzten, schnellen Schnitt durch das Halteband. Marc geht schnell zur Seite und dann fällt der Baum. Dieser Baum ist 55 Jahre alt.
Jeder Ring, den wir hier sehen, steht für ein Lebensjahr. Als nächstes wird der Baum ausgeastet. Das heißt, alle Äste werden abgesägt und danach die Krone abgesägt. Anschließend werden die Baumstämme abtransportiert zum Waldweg, dort sortiert und dann geht es ins Sägewerk. Wenn ihr das nächste Mal durch den Wald lauft, könnt ihr ja mal darauf achten, welcher Baum rot markiert ist und bald gefällt wird. Prima! So ist schon viel besser. Und ich werde immer daran erinnert, dass Gott eine bunte Welt geschaffen hat. Und dass es gut ist, dass wir alle verschieden sind. Und dass wir toll sind, wie wir sind, ne? Ja, das auf jeden Fall auch. Schön. Dominik, hast du eine Nachricht bekommen? Ja, wo ist mein Telefon? Ich weiß nicht. Ah, hier ist es. Siehst du mal. Aha. Eine Sprachnachricht. Von Sophie und Lukas. Oh, die sind doch gerade bei ihren Großeltern zu Besuch, oder? Ja. Komm, wir hören uns das mal an. Oh ja. So. Hallo, Fribo. Hallo, Dominik. Wir sind gerade bei unserer Oma zu Besuch und wir haben ein Riesenproblem. Ja, richtig. Blöd ist das. Und wir brauchen eure Hilfe. Bei uns um die Ecke ist ein kleiner Spielplatz mit einer Tischtennisplatte. Und ich habe nächste Woche ein Turnier. Ich bin ja im Tischtennisverein und will unbedingt trainieren. Aber das geht nicht. Da sind so fiese große Jugendlichen. Die sitzen immer auf der Tischtennisplatte rum und lassen uns nicht spielen. Ja, die sitzen nur rum und spielen gar nicht. Und als wir sie gefragt haben, ob wir spielen dürfen, haben sie uns ausgelacht und haben gesagt, sie sind eine Gang. Die Tischtennisplatte gehört ihnen und haben gesagt, wir sollen abhauen. Dabei ist die Platte für alle da. Was sollen wir denn jetzt machen? Habt ihr eine Idee? Die sind viel größer als wir. Schade, dass sie nicht vorbeikommen können. Das ist nämlich viel zu weit weg. Weil ihr habt immer so gute Ideen. Vielleicht fällt euch auch dieses Mal ein. Schickt uns eine Nachricht. Tschüss. Boah, ist das gemein. Da will ich wirklich am liebsten sofort hin. Na, das geht leider nicht, Fribo, ne? Wir müssen uns irgendwie anders was einfallen lassen, was wir ihnen für einen Tipp geben können vielleicht. Ha? Ist dir schon was eingefallen? Nee, dir? Jetzt wäre es doch super, wenn ich so groß und stark wäre wie ein Bär. Aber ich kann doch gut riechen und hören und fühlen, das hilft Ihnen jetzt gar nicht. Wir finden schon eine Lösung, glaub mir. Wir brauchen nur... Eine Bibelgeschichte! Geschichte. Ja, los, schnell, in die Jawohl. Geschichte, los! Gibt's denn in der Bibel auch Tischtennisplatten? Nein, aber es gibt Riesen in der Bibel, Fribo. Riesen? Echt? So einen richtig großen? Ja, einen richtig, richtig großen Riesen, der auch richtig fies ist. So fies wie die Gang bei Lukas und Sophie? Noch viel, viel fieser. Jetzt bin ich aber neugierig. Mhm. Erzähl! Also, erinnerst du doch an den kleinen David? Ja, den kleinen Jungen, der mal König werden soll. Genau der. So. Aber der ist doch kein Riese und der ist auch nicht fies. Ja, aber der kämpft gegen einen Riesen. Was? Der kleine David? Aber das ist doch ein ganz unfairer Kampf. Nee, das geht nicht. Jetzt lass mal von Anfang an erzählen, okay? Dann verstehst du das. Okay. Bereit? Dann los. Okay. Also, es ist nämlich so, wir sind in Israel und zu der Zeit ist gerade noch Saul der König von Israel. Und der Saul hat ein Riesenproblem. Es ist nämlich so, dass ein Nachbarvolk von Israel, die Philister, Israel angreifen. Das heißt, es ist gerade Krieg. Pass auf, jetzt haben wir hier die Philister. Die stehen auf der einen Seite beim Schlachtfeld. Ne? Haben ihre Heerlinie hier aufgebaut. Auf der anderen Seite, ihnen gegenüber, da stehen die Israeliten. Ja. Aber Krieg ist nie gut. Da hast du recht, Krieg ist immer echt schlimm. Aber das Problem wird für den Saul noch größer. Was? Denn plötzlich tritt aus der Heerreihe von den Philistern ein riesiger Mann hervor. Der ist fast 3 Meter groß. Stell dir vor, ungefähr 1,5 mal so groß wie ich. Und der hat einen riesigen Brustpanzer, der ist aus Bronze und der schimmert im Sonnenlicht und der ist 60 Kilo schwer und der hat ein riesiges Schwert und einen noch größeren Speer, der so dick ist wie ein kleiner Baum. Auweia, das ist ja tatsächlich ein Riese. Ein richtiger Riese, aber sowas von. Der heißt Goliath. Mhm. Und der Goliath, der spottet über das Heer der Israeliten. Der lacht die aus.
Richtig gemein ist der. Und der ruft zu denen herüber: Hey, schickt mal einen, der gegen mich kämpfen kann. Wer traut sich von euch, na? Wenn ihr gegen mich kämpft und mich besiegt, im Zweikampf, dann werden wir alle eure Sklaven. Aber wenn ich gewinne gegen euren Mann, dann werdet ihr unsere Sklaven. Die Israeliten, die es gehört und gesehen haben, die sind vor Angst weggelaufen. Und er hat sie ausgelacht. Die Angst der Israeliten, das ganze Heer hat er ausgelacht und hat sich auch über Gott lustig gemacht. Boah, ist der gemein! Na, dem würde ich es gerne zeigen. Mhm. Aber ich glaube, ich würde mich auch nicht trauen. Mhm. Aber sag mal, wo ist denn eigentlich David? Von dem hast du noch gar nichts erzählt. Der David war nicht bei den Soldaten, der war noch zu klein. Der hat zu Hause meinem Vater die Schafe gehütet. Mhm. Und nur seine drei ältesten Brüder, die waren bei den Soldaten mit dabei. Puh, ein Glück. Ich wäre auch nicht gern in der Nähe von diesem Goliath gewesen. Aber hast du nicht vorhin gesagt, David kämpft gegen so einen Riesen? Das war doch hoffentlich nur ein Scherz. Das war kein Scherz, Fribo. Was? Pass auf. Davids Vater hat irgendwann zu David gesagt, du geh mal nach deinen Brüdern gucken, die beim Heer sind, und bring dir was zu essen vorbei. Also hat er David was zu essen mitgegeben und David dann losgeschickt. Und David ist mit dem Essen zu den Soldaten gegangen. Und als er ankam, da hat gerade wieder der Riese Goliath sie ausgelacht und über sie gespottet. Und der David hat die anderen gefragt, warum kämpft denn keiner von uns gegen diesen miesen, fiesen Riesen da drüben? Und die Leute haben ihn angeguckt und gesagt, bist du denn verrückt? Siehst du nicht, wie groß der ist, wie stark der ist, was der für tolle Rüstung hat und wie groß seine Waffen sind? Den kann doch keiner von uns besiegen. Aber David hat einfach gesagt, dann kämpf ich halt gegen den. Oh nein, der ist wirklich verrückt. Er ist doch noch ein Junge und kein Soldat. Das hat der König Saul auch gesagt, als seine Männer ihm von David erzählt haben. Das glaube ich. Aber David hat darauf bestanden, dass er gegen Goliath kämpfen will. Denn David hat gewusst, dass Gott ihm hilft. Und er hat es schon erlebt, während er die Schafe zu Hause gehütet hat, dass manchmal ein großer Bär kam oder sogar ein Löwe manchmal, der sich ein Schaf klauen wollte von der Herde, die er behütet hat. Und dann hat er mit Gottes Hilfe diesen Bären oder diesen Löwen vertreiben können mit seinem Stab und seiner Schleuder. Also wusste er, mit Gottes Hilfe kann das funktionieren. Und er wollte wirklich gegen den Goliath kämpfen. Aber er braucht dann wenigstens eine Rüstung. Die hat er auch bekommen. Sogar die Rüstung von König Saul höchstpersönlich. Ja? Schau mal, hier haben wir den Helm als Beispiel dafür. Aber guck mal. Der ist viel zu groß und viel zu schwer. Die ganze Rüstung war viel zu groß und zu schwer für David. Also hat er sie wieder ausgezogen und zurückgegeben und hat gesagt, ich kämpfe einfach so gegen den Goliath. Und er ist nun mit seinem Hirtenstab und seiner Hirtenschleuder auf den Goliath zugegangen. Oh nein, ich kann gar nicht hinschauen. Ich will auch gar nicht hinschauen. Ja, als der Goliath den David, den kleinen Jungen, gesehen hat, der auf ihn zukommt, hat ihn ausgelacht. Er hat gesagt, du denkst, ich bin ein Hund, dass du mit einem Stock zu mir kommst? Ja, pass auf, dir werde ich zeigen. Oh nein, bloß nicht, oh weia, ich kann gar nicht hinkommen. Aber Fribo, der David hat überhaupt keine Angst gehabt. Was? Der ist weiter auf den Goliath zugelaufen und hat gesagt, du bist vielleicht stark und mächtig, hast tolle Waffen und Ausrüstung, aber ich habe was viel Mächtigeres. Ich habe nämlich Gott an meiner Seite und der wird mir helfen, dich zu besiegen. Boah! Richtig mutig, ne? Mhm. Und der Goliath, das es gehört hat, ist richtig wütend geworden und ist auf David zugegangen. Oh nein, ich will gar nicht hingucken. Ja, aber David hat einen kleinen Stein genommen, hat ihn in seine Hirtenschleuder getan, hat ihn wie wild über seinen Kopf kreisen lassen und dann einen Seil losgelassen. Und dann ist der Stein direkt losgeflogen, genau in die Mitte von Goliaths Stirn. Hat ihn getroffen und Goliath ist tot umgefallen. David hat ihn besiegt mit dem kleinen Stein. Und die Philister, die das gesehen haben, die haben solche Angst bekommen, dass dieser kleine Junge ihren besten Kämpfer besiegt hat, dass sie weggelaufen sind. Ganz schnell, so schnell sie ihre Füße tragen konnten. Denn David, der hat gewusst, mit Gottes Hilfe kann man sogar mit einem ganz kleinen Kieselstein einen riesigen Riesen besiegen. Das ist ja unglaublich. Er hat ihn tatsächlich besiegt, der kleine David gegen den Riesen Goliath. Boah, ist das eine tolle Geschichte. Finde ich auch. Aber wie kann das jetzt Lukas und Sophie helfen? Bei denen gibt's ja keine Riesen. Mit einer Steinschleuder dürfen sie ja noch nicht spielen. Da hast du recht, Fribo. Lass uns mal überlegen, was könnten denn so Riesenprobleme sein? Bei David ist das Riesenproblem der Riese Goliath gewesen. Mhm. Aber was können denn bei uns Riesenprobleme sein? Na ja, zum Beispiel andere Kinder, die einen ärgern, so wie bei Lukas und Sophie. Ja. Aber es können natürlich auch noch andere Sachen riesige Probleme sein. Zum Beispiel eine schwere Arbeit in der Schule. Das stimmt. Lass uns das mal alles aufschreiben, okay? Wir gehen mal rüber zur Werkbank und schreiben das auf. Komm. Ja. So. Ja, jetzt bin ich gespannt. Also, ich nehme mal hier Papier und eine Unterlage. So, pass auf. Also. Was malst du da jetzt? Ich mal jetzt hier einen Riesen auf. Au, ja. Der steht für die Riesenprobleme. Machen hier. Das Blatt ist ja auch schon ganz schön groß. Genau. Da passt ein Riese drauf. Den Riesen mit seinen Füßen und den langen Beinen und seinem
Rock. Oh, sieht spannend aus. Seine Rüstung hier, ne, die hat er auch an. Und dann hat er hier seinen großen Speer in der Hand, wie der Goliath. Ne? Wow. Der richtig groß und dick ist. So. Und natürlich hat er auch einen Hals und einen Kopf mit einem großen Helm auf. Ne? So. So. Zeig mal, ich kann das gar nicht richtig sehen. Warte. Der muss natürlich grimmig gucken. Oh ja, ganz böse. So. Schau mal. Hier ist der Riese, ne? Boah! Ja? Der ist wirklich toll gelungen. Okay, jetzt malen wir an den bösen Riesen die Sachen ran, die für uns Riesenprobleme sein können, ne? Mhm. Also, du hast ja schon gesagt, ne? Kinder, die gemein sind, ne? Genau. Kinder, die gemein sind. Und eine schwere Arbeit in der Schule. Genau, schwere Arbeit, so. Schwere Schularbeit, ne? Mhm. Was gibt's denn sonst noch? Also ich würde gerne noch dazu schreiben, um Entschuldigung bitten. Das finde ich nämlich ziemlich schwierig. Oh ja, das ist wirklich schwierig. Entschuldigen, ne? Hast du noch was? Im Dunkeln allein sein. Im Dunkeln, ja. Dunkelheit ist auch echt ein Riesenproblem, ne? Wenn man so ganz allein im Bett abends ist, das kann manchmal gruselig sein. Ja. Oh, und Krankheiten finde ich richtig ein Riesenproblem manchmal, ne? Wenn man krank ist, Krankheiten. Aber was machen wir denn jetzt mit diesem Riesen? Mit dem da? Ja, pass auf. Wir gehen jetzt raus und machen das wie David oder so ähnlich. Wir sammeln nämlich Kieselsteine, okay? Oh ja. Komm, wir gehen raus, Kieselsteine sammeln. Ja, da schreiben wir damit was. Bälle sind so bunt. Bälle sind so schön und Bälle sind so rund. Was man alles mit denen machen kann. Oh, ist das schön. Hallo. Mögt ihr auch so gerne Bälle? Oh, ich liebe Bälle und deswegen habe ich auch so viele Bälle. Oh, wie schön du bist und so schön weich. Guck mal, dich nehme ich, denn heute bastel ich einen Schleuderball. Ja, willst du auch einen basteln? Kann ich gut verstehen, der macht so viel Spaß. Also du brauchst auf jeden Fall einen ganz weichen Ball für den Schleuderball. Bitte keinen harten Ball, Golfball oder so oder Tennisball, denn wir wollen ja nichts kaputt machen. Wir wollen ja nur einen Ball schleudern, das macht nämlich Spaß. Glaub mir, total. Also, schön weichen Ball und dann brauchen wir noch Stoff. Stoff, ich habe Stoff. So viel schönen Stoff, ich habe bunten Stoff. Ist aber zu klein. Kariert den Stoff. Ist zu schmal. Grüner. Nein, der ist zu weiß, zu braun, zu schwarz. Oh, kann ich denn hier nicht mal. Nein, immer noch nicht. Nein, der ist. Oh, der ist schön gelb, aber ist nicht groß genug. Das ist ja aber so. Was mache ich denn da? Ich brauche einen großen Stoff. Nein. Oh, ich habe eine Idee. Ein großer Stoff. Da, ich komme schon. Guck mal, ist das schön. Mein schönes T-Shirt. Mein schönes Blumen-T-Shirt. Ist das nicht hübsch? Ach, ist das schon lange her. Ach, Mint, das habe ich mal gemacht. Ist schön. Also, vielleicht hast du ja auch ein T-Shirt, in das du nicht mehr reinpasst. Hm? Du wächst ja so viel und bist schon so groß geworden. Und dann kannst du einfach das T-Shirt nehmen und das zum Wurfball umbauen. Gut, dann schau hin, wie das geht. Als nächstes brauchst du nämlich eine gute Schnippeli-Schnappschere. So, du schneidest dir gewissermaßen ein großes Viereck aus, okay? Schnippel dich. Ich hab, ach, das schöne Blümchen. Das hat ja auch so Spaß gemacht. Hast du auch schon mal T-Shirts bemalt? Naja, macht Spaß. Wenn nicht, dann mach's unbedingt mal. Oh, so, also, Viereck. Viereck. Weißt du schon, woran man ein Viereck erkennt? Hm? Also, vier Ecken und vier Seiten. Ja, deswegen heißt es Viereck. Hat vier Ecken. Und vier Seiten. So. Ach, guck mal, jetzt ist es bald fertig. So. Also, muss gucken, wenn du so einen großen Ball hast, brauchst du natürlich ein größeres Viereck. Wenn du einen kleineren Ball hast, geht auch ein kleineres.
kleinere ist. Das kommt ja jetzt drauf an, ne? Wie groß das so ist. So. Ha. Ja, schön. Guck mal, kann ich gleich noch einen basteln? Super. Ja, Blümchen, du willst fliegen lernen. Also, natürlich bleibt das Blümchen dann draußen, weil dann sieht es ja schön aus. Du legst diesen Ball dann in die Mitte. Dann spielt der Ball verstecken. Da ist er weg, da ist er da. Da ist er weg. So, du musst jetzt da drin bleiben, damit du ein Schleuderball wirst. Ach, guck mal, und das Blümchen sieht man sogar noch. Ist das nicht schön? So, ja, wunderbar. Okay, und dann hast du das da drin und jetzt musst du das hier befestigen, okay? Das machst du entweder mit einem Kordel, Stück Kordel, mit einem Band, oder du kannst auch einen Faden nehmen und, oh, du könntest das auch vernähen, ne? Wenn du gerne nähst, dann kannst du auch eine Nadel nehmen und das mit einem schönen Faden hier drumherum nähen. Ich möchte unbedingt gleich losspielen und deswegen nehme ich direkt eine Kordel, da bin ich schneller. Achtung, jetzt bleibst du schön da drin, Balli. Du lernst fliegen mit dem Blümchen. So, dann machst du am besten einen Doppelknoten. Dann geht da nämlich nichts schief. Zack. Den Rest kannst du abschnibbeln, denn das brauchen wir nicht mehr. Und jetzt kann man noch was Schönes machen, nämlich das sieht dann so lustig aus, wenn es in der Luft rumfliegt. Du schneidest ein paar Fransen rein. Fransen, ha, die kriegst du rein, indem du einfach von der Seite, von unten nach oben, ein bisschen reinschnibbelst. Und dann fliegt das so schön. Ach, ich freue mich schon. Und da kann man so Tolles machen. Zum Beispiel Schleuderball-Weitwurf oder Schleuderball-Hochwurf. Oh, ich freue mich. Ich gehe gleich rausspielen. Das Wetter passt heute gut. So schön, wie der Ball gelb da drin ist. So schön hell ist die Sonne heute. So, Franselchen hier und Franselchen da. Oh, guck mal. Ha! Ja, fertig. Sehr schön. Noch eine Franse hier. Ja, ne? So. Und jetzt kann man das nämlich so drehen. Und dann fliegt das und es macht so Spaß. Und jetzt gucke ich mal, wie weit ich komme. Ich habe ja hier diese schöne große Fantasiefabrik. Ah, mal gucken, ob ich bis dahin... Sprech dich gut ab mit Mama oder Papa, wo du werfen darfst, okay? Und denk dran, unbedingt einen weichen Ball nehmen. Wir wollen ja nichts kaputt machen oder jemanden wehtun. Na, 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 na. Das soll ja Spaß machen, und zwar allen. Also, Achtung. Tschüssi! Die Blume fliegt, der Ball fliegt, alles lustig. Und jetzt werde ich messen, wie weit ich geworfen habe. Viel Spaß beim Basteln. Alles findest du auf unserer Homepage. Und dann kann es ja schon losgehen. Bis bald. Boah, Gottes Stärke. Das ist fribotastisch. Ich wäre auch gern so wie David, dass er gar keine Angst hatte. Ich weiß ja eigentlich auch, dass Gott immer bei mir ist. Trotzdem habe ich manchmal Angst. Das ist aber ganz normal, Fribo, weißt du? Der David, der hat später in seinem Leben auch manchmal Angst gehabt, obwohl er wusste, dass Gott bei ihm ist. Echt? Ja, natürlich. Wir haben doch alle manchmal Angst. Das ist ganz normal und Gott weiß das ja auch. Und auch wenn wir Angst haben, ist Gott trotzdem bei uns und hilft uns. Weißt du, was für mich so ein Riese war, als ich ein kleiner Holzwurm war? Nee, erzähl mal. Auf große Bäume klettern. Alle konnten es. Aber ich hatte Angst, weil sie so hoch waren. Du? Aber du bist doch heute so ein toller Kletterprofi. Ja, aber als ich klein war, war das ein riesiges Problem für mich. Ha. Ich musste es Stück für Stück schaffen. Immer ein kleines bisschen höher. Das hat ganz schön lange gedauert. Ja, so ist das manchmal mit den Riesen. Ne? Das geht nicht immer so schnell wie bei David und dem Goliath mit dem Kieselstein. Manchmal dauert das richtig lange, aber Gott ist trotzdem dabei und hilft uns. Das finde ich toll. Ja, und was sagen wir jetzt Lukas und Sophie? Na, als erstes erzählen wir ihnen die Geschichte, oder? Und dann sagen wir ihnen, dass Gott stärker ist als diese Gang, die sich für so stark hält. Ganz genau. Und dann würde ich sagen, schlagen wir ihnen vor, dass sie nochmal zum Spielplatz gehen und nochmal mit den Jugendlichen reden, aber vorher mal gucken, ob andere Kinder noch auf dem Spielplatz sind, die ihnen vielleicht helfen. Ja, und dann sollen sie ihnen sagen, dass der Spielplatz für alle da ist. Mhm. Aber wenn das immer noch nicht hilft, sollen sie dann eine Steinschleuder bauen? Nee, die sollen ja nicht gegen die Jugendlichen kämpfen. Nein,
Ich hätte noch zwei Ideen, was man noch machen könnte. Was denn, was denn? Das eine wäre jetzt, dass man einen Erwachsenen fragt, ob er hilft. Das geht immer, ne? Einen Erwachsenen fragen. Mhm. Aber das andere würde ich probieren, glaube ich. Was denn? Einfach zu den Jugendlichen hingehen und sie fragen, ob die nicht mit Sophie und Lukas zusammen Tischtennis spielen wollen. Was? Mit denen zusammen spielen? Wo die so gemein waren? Das wäre dann so ähnlich wie bei David und Goliath. Weißt du, als David ohne Schwert und Schild zu Goliath gegangen ist, da war der ganz verwirrt und hat gar nicht gemerkt, was David eigentlich vorhat. Du meinst, die Jugendlichen rechnen gar nicht damit, dass jemand nett zu ihnen ist? Ganz genau. Ich würde das auf jeden Fall versuchen. Vielleicht klappt's ja. Wollen wir sie jetzt sofort gleich anrufen? Gleich. Lass uns vorher noch die Bibelschatz aufschreiben, oder? Ja, das ist diesmal ganz leicht. Okay, dann sag, was du hast. Gott ist stärker als jedes riesige Problem. Das finde ich gut. Gott ist stärker... als jedes riesige Problem. Als jedes riesige Problem. Genau. So, Ausrufezeichen. Schau, da haben wir's. Sehr Gott gut, sehr ist gut. Stärker als jedes riesige Problem. Ich packe es in die Kiste und dann rufen wir sie an, okay? Ja, ja, anrufen. Schnell, so. Schnell. Also. Wollen Sie doch anrufen. Schatz ist drin in der Kiste. Lösung. Da ist das Telefon. Okay, warte, ich mache gleich auf Lautsprecher. Sekunde, ja, ja. Ich muss noch die Nummer von Ihnen finden. Da, Lukas und Sophie, da haben wir sie. Okay, rufen wir sie an. Ja, ja. Okay, ich glaube, es ruft. Hallo Lukas. Hallo Sophie. Hallo